Danke, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Kommissarin, normalerweise bin ich sehr stolz auf unsere deutsche Gründlichkeit, aber in diesem Fall muss ich sagen, hat die deutsche Regierung weit über das Ziel hinausgeschossen mit ihrer Detailversessenheit. Es ist tatsächlich so, ich bin überhaupt nicht gegen Mindestlöhne als solches, das hat die Frau Kommissarin gesagt, da kann jedes Land selber darüber entscheiden, das ist nationale Souveränität, vollkommen okay. In diesem Fall ist es aber das erste Mal, wir sind ja nicht das erste Land, was ein Mindestlohngesetz hat, ganz viele andere hatten es auch schon, aber das erste Mal ist so detailversessen wirklich auch der Transportsektor, auch der Transitsektor beschrieben worden, bis hin zu, meine Kollegin hat es gesagt, dass Faxe vorweg auf Deutsch geschickt werden sollen an die deutsche Regierung, die deutschen Behörden, wann genau welches Unternehmen sich wie lange auf deutschem Boden aufhält und dass man wirklich sich versichern soll, dass man den deutschen Mindestlohn bezahlt. Meines Erachtens ist das deutlich übers Ziel hinaus und es ist auch gegen europäisches Recht. Und es ist noch nicht die Prüfung abgeschlossen, das haben Sie gesagt. Aber wie kann man denn für den Binnenmarkt sein, wo wir unterschiedliche Lebensbedingungen haben in den einzelnen Ländern, natürlich auch unterschiedliche Lohnniveaus. Das ist doch, es ist einfach so. Wir wollen auf keinen Fall, dass die Lkw-Fahrer schlecht behandelt werden. Und da ist auch vieles, was im Argen ist, gebe ich genauso zu. Aber meines Erachtens, und das hat doch Herr Ulevi gesagt, das betrifft auch die Petition und die Demonstration, ist dies der falsche Weg, um dem abzuhelfen. Da müssen wir wirklich anders vorgehen, um bessere Bedingungen für die Lkw-Fahrer zu haben. Und es ist tatsächlich so, dass meines Erachtens Deutschland damit ein Fass aufgemacht hat. Denn es ist das erste Mal, dass eben Logistik und Transport drin ist, eine europäische Geschichte, eine europäische Politik. Jetzt hat Frankreich nachgezogen. Frankreich will das jetzt genauso machen. Wenn andere Länder dazukommen, was soll denn bitte ein Spediteur machen, der meinetwegen durch 5 verschiedene Länder fährt? In Polen ist der Lohn relativ niedrig bei 1,95 oder auch ein bisschen mehr. In Luxemburg 11,10 €, in Frankreich 9,61 €, in Deutschland 8,50 €. Wie soll man das auseinanderdröseln und wer soll das auch kontrollieren? Meines Erachtens geht das ganz klar in diesem Fall am Ziel, die Leute besser zu stellen, vorbei. Und absolut gegen Europa und gegen den Binnenmarkt. Und das können wir meines Erachtens überhaupt nicht dulden. Und als Letztes, ich befürchte auch, dass kleine mittelständische Unternehmen, die wir immer schützen wollen, dass die nun gerade wirklich aufgeben müssen und Arbeitsplätze verlustig gehen. Das ist auch nicht Europas Wille.